ich euch das ja zeigen, wie ich die Verkleidung für mein Schuhfach bastel. Aber jetzt hat gerade meine Mama angerufen und wir haben eine Stunde telefoniert. So lange. Ja. Aber das ist doch nicht normal. Deswegen beschwert euch bei meiner Mama, dass ihr es jetzt leider nicht mitsehen konntet. Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Aber ich zeige euch nochmal den Schluss, damit ihr seht, wie ich es gemacht habe. Und zwar habe ich einfach eine Schnur genommen, so ein Seil, und habe eben zwei Knoten links und rechts reingemacht. Und dann habe ich einen Wollfaden genommen. Hier ist auch nochmal das Wollknäuel, das große. Ja. So ein fettes Ding. Nee. Da hört der Spaß echt auf. Genau. Und dann habe ich so lange Fäden hier abgeschnitten. Und dann habe ich die zusammengelegt und dann einmal um das Seil herum und von hinten durchgezogen und dann festgezogen. Ja, genau. Also so ein ganz einfacher Knoten einfach reingemacht. Und damit habe ich, wie gesagt, hier alles gemacht. Ich habe sehr viele Fäden abgeschnitten, wie man sieht. Und deswegen, es hat auch ungefähr eine Stunde gedauert jetzt. Ich hoffe, dass es einigermaßen auch so aussieht. Zwei Fädchen muss ich hier noch machen für dieses kurze Stück. Und dann ist es fertig. Ja, es ist unten nicht ganz gerade. Aber man muss auch mal 5 Grad sein lassen, ne? Immerhin habe ich selber gemacht. Sieht man auch. Ich weiß. However, ich werde es jetzt mal gleich hinhängen und dann zeige ich euch, wie es aussieht und dann könnt ihr selber entscheiden, ob es in Ordnung ist oder eher ein Fail. Wir lästern nicht, wir sagen nur, was hier passiert und dass sie ein falsches Spiel hier führt. Das ist eine Analyse. Ja, es ist nicht so schön geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich gebe es zu. Es ist sehr schief und ja, leider etwas bauchig. Ist in der Tat so wie so ein Autounfall, ne? Man kann nicht weggucken. Wie man sieht, ist es hier leider zu kurz und da auch. In der Mitte ist es eigentlich okay. Ich wollte halt unbedingt vermeiden, dass es ganz auf dem Boden aufliegt, weil man hier doch mal durchwischt und es halt dreckig wird und so weiter, ne? Ich habe das jetzt mit so kleinen Häkchen, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, habe ich es da eingehängt, links und rechts. Und jetzt kann man die Schublade einfach so rausziehen und da sind meine Schuhe drin. Und das ist halt einfach ein Plastikkasten und dann kann man das einfach hier wieder so vorziehen. Ja, und dann hängt es da so. Vor allem, wir haben es jetzt schon echt spät. Es ist jetzt schon 9:30 gleich und ich habe das jetzt eine Stunde lang gemacht und ich möchte mich heute noch mit anderen Sachen beschäftigen. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal so. Okay. Und vielleicht habe ich ja nochmal die Muse, es ganz akkurat zu machen und ganz gerade. Ich bezweifle es, aber man weiß nie. Okay, ja gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ja, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder andere Lösungsoptionen, dann schreibt mir das sehr gerne. Ich bin an allem interessiert, was ihr vorschlagt, weil vielleicht gibt es noch eine viel einfachere, bessere Lösung, an die ich jetzt einfach nicht gedacht habe, aber vielleicht einer von euch. Denkt dran, ich habe keinen Akkuschrauber dabei und kein Holz, was ich hier dran machen kann. Also falls euch irgendeine andere Lösungsmöglichkeit einfällt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Wie ihr sehen könnt, sind wir direkt am Meer. Hinter mir ist es schon. Wir sind in Roqueta del Mar. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Legt mich bitte nicht drauf fest. Ja, und ich wollte euch mal zeigen, wie ich mein Kellerabteil angeordnet habe. Und zwar war mir sehr wichtig, dass ich die Rückbank ausziehen kann und trotzdem an alle Sachen drankomme, ohne immer wieder die unterste Kiste rauszumachen und alle, die darüber sind. Und deshalb habe ich, man sieht es hier schon, ein Brett montiert als erste Erhöhung. Da unten drunter sind Schuhe und meine Isomatte und ja, noch so anderer Kleinscheiß, der da drunter gepasst hat. Das Regal ist nur um die 15 cm hoch. Und darauf habe ich dann ein zweites Brett montiert. Man sieht es hier. Und das ist eben nochmal von da bis da. Man sieht es nicht, weil mein Sub drauf liegt und ich das jetzt nicht hochheben will.
Und genau, das ist dann nochmal 15 cm hoch und das hat genau die Breite, dass da mein Liegestuhl drunter passt. Und ich kann jetzt quasi den Liegestuhl einfach rausziehen, ne? Wie man da sieht, kann man es einfach rausziehen, das blockiert nicht und ich komme also immer da unten dran. Das, weil ich die Rückbank nämlich auch noch ausziehen kann, ohne dass etwas direkt da drauf liegt. Wie das dann alles aussieht, wenn die Rückbank draußen ist, das seht ihr dann bei der Van-Tour, die auf jeden Fall als nächstes Video kommen wird. Aber heute geht es nochmal nur um die Sachen, die ich am Van optimiert habe. Also selber jetzt während der Fahrt gemacht habe. Und deswegen, man sieht ja auch, es ist wenig professionell. Ja, also ich habe hier die Kanten nicht abgemacht, sondern ich habe halt nur die Beine dran montiert, ja, mit so kleinen Schräubchen. Und habe dann an das oberste Brett noch so ein Anti-Rutsch-Netz drüber gelegt. Und hier habe ich das festgeklebt mit doppelseitigem Klebeband. Auch weil die Schräubchen etwas zu lang waren und die Spitze rausgekommen ist, damit es also nicht blockiert. Dann habe ich den Hängesessel mit einfach Seilen und Häkchen, wo der draufgeschoben werden kann. Und die eigentliche Befestigung ist dann quasi dieser Spanngurt, der auch mit kleinen Häkchen befestigt ist. Also ehrlich gesagt warte ich nur drauf, bis mir das um die Ohren fliegt, weil die Häkchen sind jetzt wirklich nicht so stabil und da ist schon eine ganz schöne Spannung drauf auf dem Spanngurt. Also es würde mich nicht wundern, wenn das irgendwann einfach abkracht. Das wird doch ganz böse. Aber hoffen wir mal, dass alles gut geht. Toi, toi, toi. Denk immer daran, Red. Hoffnung ist eine gute Sache. Vielleicht sogar die beste. Ja, wie sich herausgestellt hat, ist nicht Spanisch zu sprechen in einem spanisch sprechenden Land eine größere Hürde, als ich gedacht habe. Weil Englisch ist hier mehr so eine... Ja, das war schon, das war auf jeden Fall eine schöne Idee. Die meisten Spanier sprechen leider kein Englisch. Und ja, versuch mal auf Spanisch, wenn du kein Spanisch sprichst, zu erklären, dass du gerne einen Akkuschrauber ausleihen würdest. Weil du den nicht laden kannst, weil du im Auto lebst. Ja, also schwierig. Was steht da? Was ist da für ein Buchstabe? Willkommen in meinem kleinen Zuhause. Ja. Gut, dann fangen wir an. Was habe ich alles gemacht? Also, die Schublade, die, das habt ihr ja schon gesehen, hat sich mit als erstes verzogen, direkt nach einer Woche. Und ich musste die aufbrechen. Nachdem ich dann versucht habe, das Problem zu lösen, habe ich dann schnell erkannt, dass es mit dem Holz nichts mehr wird. Und habe deshalb, wie ihr ja schon in dem anderen Video gesehen habt, das selber gelöst und habe einfach ein bisschen Makramee gemacht und ein paar Fransen gebastelt. Und die habe ich dann also an der Schnur befestigt und die Schnur habe ich dann mit Haken links und rechts aufgehängt. Ja. Viel besser.